Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge NS22. Hier auf der Butschan im Projekt. Müsste mal kurz meinen Kopfhörer ein bisschen anders hinsetzen. Mit maximal 200 PS. An Zugmaschinen. Zum Sieg. Tja, Sorghumhirse, Sorghumhirse, Sorghumhirse. Und man sieht auch schon, dass die Leistungsfähigkeit des Unimux bei 32 Kubik Sorghumhirse ziemlich am Ende ist. Also viel ist da nicht mehr. Ich habe schon überlegt, ob ich den wirklich nicht mehr tausche gegen den Fan. Aber noch ist okay. Noch jedet. Wenn der nicht nur immer voll wäre. Siehst du, das mit dem Sehen, das klappt auch. Und wir haben ja gesagt, wir wollen nochmal kurz das Gewächshaus beliefern. Also geht das los. Rut. Rut aus dem Wald. Jetzt gerade ernsthaft zu überlegen, ob ich überhaupt noch Siloballen presse oder die Silage einfahre. Also hier geht nichts mehr rein, nur ein bisschen noch vielleicht. Ich wollte mir das jetzt mal eben vertellen. Da ist gar nichts drin. Och, ich bin so doof. Ah, ich hab's nicht aufgefüllt. Tut mir leid. Einmal schön richtig, ne? Oh, ich glaube, das war viel zu laut. Entschuldigung. Das tut mir jetzt leid. Siehste, dann kann er nochmal eine Ehrenrunde drehen. Mehrwerk ist sowieso fertig. 100%ig. Waschplatz? Babywaschplatz. Oder haben wir noch eine Wiese, die wir mähen können? Höchstens die bei den Schafen könnte man nochmal eben einmal wegfetzen. Das mach doch mal. Fahr doch mal zu den Schafen. Ganz vorsichtig. Warum ist der MB-Truck eigentlich immer an? Wow, 42.900. Das ist schon... Ein bisschen Geschwindigkeit kriegt er aber rauf. Läuft. Halt einfach an und gib mir ein bisschen. Nur ein bisschen. Kannst du nämlich weiterfahren und wir können uns darum kümmern, dass wir das verkaufen für viel Geld. Und jetzt hast du wieder das Drama mit dem Beschleunigen. Wir drücken gleich einfach mal die 3 und dann lass jucken. 98%, knapp. Aber Sorghumhirse ist schon echt heavy, ne? Na, die Jungs kommen mit. Das ist ja wohl weg, dann können wir nämlich auch mal kurz rauf auf die Straße. Ist ja ganz schlimm, Ende im Gelände. Finde ich top. So ist das doch witzig. Und das Schlimme ist, dafür kriegst du jetzt nicht mal viel. Leider.
Na, und das funktioniert doch. Siehst du? So ein Feini. Glaube, das wird funktionieren. Jo, das funktioniert. Das geht auch. Alles klar. Ich glaube, ich habe nur den Großmarkt beliefert. In dieser ganzen, in diesem ganzen Projekt. Gefühlt. Ab und zu war ich mal ein bisschen bei der Windmühle. Das muss ich leider auch zugeben. Wir nämlich auch gleich Gülle fahren. Das ist doch cool. So, du bist fertig. Schön. Dann fährst du zum Waschplatz. So, jetzt aber. Wasser auffüllen, haben wir ja gesagt. So, und du, mein kleiner Zauberhase, du könntest jetzt eigentlich mal ausprobieren, ob du hier denn, ne, und so. Wir probieren das mal. Vielleicht kriegt er eine Feldgrenze hin, eine saubere. Sage niemals nie. Na, geht schon, ne? Ja, und so viel dann zu Curseplay. Warum wusste ich nur, und ich wusste es, ich habe es mir wirklich gedacht gerade, ich wollte es nicht laut sagen, dass er gegen die Birke fährt. Das macht nichts. So, das haben wir, der fährt, hier sind wir voll, das heißt, da können wir uns jetzt drum kümmern, dass wir zum Gewächshaus fahren. Hier noch ein bisschen was reinpieseln. Ich bin dann nicht hinten auf diesem Fach drauf. Milk Train. Wie doof. Milch müssen wir eigentlich auch schon wieder Millionen Liter haben, kann das sein? 11.000. Auf jeden Fall haben wir wenig Stroh für die Kühe und das ist nichts gut. Ja, du bleibst da dran. Ich nehme den MB-Truck. Ganz oft. Er sollte ja eigentlich keine Feldarbeit mehr machen, aber das geht jetzt nicht anders. Kann man den nicht irgendwie zusammenklappen, die Forke? War das nicht so X? Straßenfahrt oder so? So, alles klar, das wollte ich haben. Der hat ohne Lenkung, ey. Naja, nicht so viel meckern, einfach weitermachen. Mit dir fahren wir jetzt oben zum Feld, schwaden das und dann sammeln wir das weg. Ich weiß auch nicht, ob ich pressen oder... Oh, wird das schwierig. Ich denke, wir pressen Ballen. Doch, ich denke, wir pressen Ballen. Das ist vom Handling am einfachsten. Dann können wir die wickeln und dann ist das gut.
Molkerei Milch, jawalla. War doch einfach. Tu doch nicht so, als wenn du die Route nicht finden würdest. Recht, Axt. Da muss ich nochmal eben kurz gucken, was wir als nächstes dreschen können. 7 und. Ja, dann machen wir doch zuerst die Sojabohnen, dann ist das Feld gepresst. Den 900er, wenn der fertig ist mit Mähen, den hängen wir vor Gepresse vor. Hier können wir dann Gülle fahren mit dem John Deere. Das ist genauso, wie ich es mir vorstelle. Du kannst aber erstmal nur hier stehen bleiben. Dich brauchen wir ja gleich noch. Wenn der fertig ist mit Gülle fahren, muss er ja auch sehen. Soja Beans. Und mit dir holen wir jetzt noch mal eben kurz Milch ab. Weil die Molkerei soll ja schließlich auch ein bisschen Geld verdienen, auch wenn es wenig ist. Und wenn man mal überlegt, vor ungefähr 79 Folgen habe ich noch davon gesprochen, dass wir einen großen Kuhstall bauen. Ah, aber wir kommen ganz gut hin mit dem Kuhstall, finde ich hier. Ich bin schon wieder falsch rum rangefahren, das ist auch so doof. Schade, dass der Träger so klein ist von dem Stall. Hier nur noch zwei Strohballen, das ist so unangenehm. Und es soll ja auch an nichts mangeln, also die Kühe sollen ja. Passt. Super. Tiere. Molkereimilch. Da kannst du auch direkt abladen. Was hältst du davon? Yo. Der John Deere, der verbraucht. Ach, auch tanken fahren. So ist das. Dann wäre der nämlich auch fertig. Dann haben wir den. Intercooler, den können wir dann jetzt. Warum hast denn du das ausgeklappt? Puzzle, das sollte doch gar nicht. Ach, weil der mit Autodrive gefahren ist, ne? Hm. So, kein Kurs. Du machst das Ganze mit einem so minus, genau. Start noch vorgewendet, das ist schon mal gut. Also umstellen und dann mach mal drei Vorgewende. Na, zwei Vorgewende reichen. Zwei Vorgewende reichen. Am ersten Wegpunkt. Na komm, diesmal gucken wir, wo der ist, bevor jetzt hier wieder 3, 6 Mal im Kreis und an die Bäume gefahren wird und so. Ist auch schon mal schön, dass das jetzt mittlerweile angezeigt wird und in der Minimap, wenn ich überlege, im 15er oder wo Cosplay wirklich neu war, wo alle gesagt haben, Cosplay. War das schon cool. So, er wird schwaden an dieser Stelle, meine Lieben. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast und willst wissen, wie es weitergeht, dann lass ein Abo da, das Ganze kostenlos. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn das heißt Dinge mit Axie auf meinem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Axie. Macht es gut, bis dann und ciao.